Ich begrüße jetzt Susanne Jacobi von Kampakt. Das Kampagnennetzwerk Kampakt hat eine Initiative. Unser Wasser ist keine Ware gestartet. Es gibt einen Brief an Angela Merkel. Davon wird Susanne Jacobi uns jetzt berichten. Natürlich witzlos, die Merkel zu fragen. Genau, ich habe euch ein Zitat mitgebracht. Ich habe es extra aufgeschrieben, weil es ist schon spannend. Das lautet: Dies wird die CDU im Interesse der Menschen in Deutschland nicht. Das ist vom 25. Bundesparteitag ein offizieller Parteitagsbeschluss der CDU von Dezember 2012, also gerade mal 3 Monate her. Und da geht es um die Konzessionsrichtlinie, die hier schon mehrfach angesprochen wurde, die gerade in Brüssel diskutiert wird. Die EU will Städte und Gemeinden dazu verpflichten, ihre Wasserversorgung europaweit auszuschreiben. Das öffnet Tür und Tor für private Konzerne, die sich dann bewerben dürfen. Und es kann dann sein, dass Städte und Gemeinden ihre Wasserversorgung privatisieren müssen, auch wenn sie das gar nicht wollen. Und viele, viele deutsche Stadtwerke wären von dieser Richtlinie betroffen. Jetzt frage ich mich, und wir fragen uns alle sicherlich, was tut denn die CDU? Was tut denn Angela Merkel dafür, diesen Parteitagsbeschluss umzusetzen? Jetzt lieber dem Häusler den Vortritt. Zumindest habe ich noch nichts gesehen davon, noch nichts gehört davon. Und ich denke, ihr alle auch nicht. Eher das Gegenteil, hier kommt es von der Seite. Angela Merkel hat einen Brief geschrieben, unter anderem an Verdi. Darin sagt sie: Den Vorstoß der Europäischen Kommission begrüße ich grundsätzlich. Hui. Hui. Es passt natürlich zur Linie des Wirtschaftsministers Philipp Rösler, der auch sehr privatisierungsfreundlich ist. Und das Wirtschaftsministerium ist zuständig dafür, bei den Verhandlungen in Brüssel die Meinung Deutschlands zu vertreten. Welch ein Glück, dass die FDP im September unter 5% bleibt. Zurzeit laufen diese Verhandlungen auf EU-Ebene. Offiziell hat Deutschland noch keine Position. Merkel hält sich relativ bedeckt, aber es gibt diesen offiziellen Parteitagsbeschluss der CDU. Es gibt auch die CSU, es gibt Herrn Seehofer, der sich auch schon sehr kritisch gegen diese Richtlinie geäußert hat. Und was wir tun müssen, ist, diesen Druck zu verstärken. Und das ist ganz wichtig, denn dann können wir auch noch was bewegen. Wir müssen die Kanzlerin daran erinnern, was ihre eigene Partei fordert und offiziell beschlossen hat. Wir müssen in Bayern Druck machen, auch Herrn Seehofer, dass er sich in der Bundesregierung dafür einsetzt. Und deshalb zählt jede Unterschrift. Deswegen zählt jede Unterschrift zur Europäischen Bürgerinitiative. Das dürfen gerne auch hier noch viel, viel mehr werden, auch in anderen Ländern noch viel, viel mehr werden. Und deswegen haben wir als Campact auch eine zusätzliche Unterschriftenaktion gestartet, direkt an Herrn Seehofer, Frau Merkel und Herrn Rösler, wo wir sie auffordern, sich einzusetzen, dass die Wasserversorgung komplett herausgenommen wird aus der Richtlinie. Und da freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr da noch weiter unterschreibt. Wir werden auch weiter Aktionen dazu machen. Wir sind gerade am Plan. Wir haben noch Zeit bis ungefähr Juni. Und wir hoffen, dass ihr mit dabei seid. Dankeschön. Danke, Susanne Jacobi von Kampagne.